Mahlzeit und hallo, liebe Mystery-Freunde. Auf der ganzen Welt finden wir versunkene Kulturen und deren Hinterlassenschaften und Spuren und Pyramiden und Tempel und alte Bauwerke und was wir so alles finden. Und natürlich ist auch Mittelamerika voll damit. Da gab es ja zahlreiche Hochkulturen. Die Klassiker sind natürlich die Maya und dann auch späteren Azteken. Aber da gab es ja Olmeken und Mixteken und was es da so alles gegeben hat. Und Mittelamerika, Mexiko, Guatemala, Honduras, Belize, das ist alles voll im Dschungel. Überall stehen da Ruinen rum, teilweise riesige Ruinenstädte und da gibt es noch unglaublich viel zu erforschen. Da wimmelt es noch von archäologischen Hinterlassenschaften und Spuren und Artefakten für Generationen von neugierigen Forschern. Und da kennt man so ein paar klassische Städte. Tikal, eine der berühmtesten Maya-Städte überhaupt, Palenque und Teotihuacan, meinetwegen auch noch nördlich von Mexico City, die kennt man und die werden von Touristen angefahren, die in Bussen dahin reisen. Das ist alles wunderschön ausgebaut und das sind weltberühmte Städte. Aber die Archäologen kennen natürlich sehr viele, die kennen auch die unbekannten Städte, die Archäologen, die befassen sich damit, wo gab es hier Zusammenhänge, gab es hier Handelsbeziehungen, gab es hier Kriege, gab es ein Königreich, was von dort regiert wurde oder wurden diese Königreiche vereinigt. Und das ist wirklich ein Forschungsgebiet, wo sich unzählige Forscher noch dran die Zähne ausbeißen werden, natürlich auch, aber wo es noch sehr viele Entdeckungen gibt. Aber viele der Maya-Städte, die liegen natürlich auf der Halbinsel Yucatan, so in Zentralgebiet dieser Halbinsel Yucatan dort, oder liegen an der Küste des Persischen Golfes, natürlich nicht, des Golfs von Mexiko, also an der Ostküste. Es gibt aber auch natürlich Maya-Städte, die liegen im Westen des heutigen Mexiko. Und eine davon ist die versunkene Stadt Itzapa. Das ist nahe der Grenze zu Guatemala, mehr oder weniger nahe am Pazifischen Ozean. Und das ist eine versunkene Stadt, die von verschiedenen Kulturen beeinflusst wurde, unter anderem von den berühmten Olmeken und den Mocaya. Und die Olmeken sind sehr bekannt. Die sind eigentlich mehr im Osten von Mexiko anzusiedeln. Die haben vor allem diese riesigen großen Köpfe gemeißelt, die mehr als ein Dutzend Tonnen wiegen und wo ja immer wieder interpretiert wird in diese Köpfe hinein, die da überall herumliegen, zum Beispiel Laventa, ein Gebiet dort, dass es vielleicht Afrikaner waren, die da dargestellt wurden. Und das sind so die Klassiker, die ihr von den Olmeken kennt. Die haben aber wirklich sehr viele interessante Hinterlassenschaften für uns dort hinterlassen, wenn man das so sagen kann. Und das ist eine Kultur, die wirklich sehr spannend ist, weil sie ist schon 1500 vor Christus so ungefähr ist sie entstanden. Wie sie genau dazugehörig ist, wie sie einzuordnen ist, wo sie genau herkommt, das ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Aber diese Olmeken haben eben diese Stadt dort, die Itzapa, auch beeinflusst. Itzapa war schon vor 3.500 Jahren besiedelt und zu der Höhepunkt war etwa so vor 2300 Jahren. Man sagt so ab 600 oder 300 vor Christus bis 300 nach Christus und irgendwann so um das Jahr 1200 nach Christus natürlich, ist diese Stadt dann vollkommen aufgegeben worden. Und die hat so der Mystery-Interessierte wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, obwohl diese Stadt alle typischen Bauten hat, die man so in Mexiko findet, von den Mayan etc. etc. Und sie ist auch sehr wohlhabend gewesen durch Handel. Es wurden zum Beispiel auch Federn wurde dort gehandelt, so in ganz Zentralamerika. Und man ging davon aus, dass diese Stadt einstmals über 3 Quadratkilometer groß war und dass hier ungefähr 10.000 Menschen lebten. Das ist also wirklich eine große Metropole gewesen. Und da gibt es auch Pyramiden bzw. pyramidenförmige Plattformen, Tempelplattformen, nennen wir sie mal so, Erdhügel und so etwas, und zwar über 100 Stück. Da haben die Archäologen noch viel, viel auszugraben. Denn die Archäologen sind auch sicher, dass diese Stadt von den Maya beeinflusst wurden. Und das ist ganz besonders interessant, es gibt Vermutungen, dass der Maya-Kalender, es gibt ja also mehrere Maya-Kalender, aber es gibt einen, der einen Zyklus hat von 260 Tagen. Und dieser Maya-Kalender, der nennt sich Zolkin, der soll eventuell in dieser Stadt Itzapa ihren Ursprung genommen haben. 260 Tage übrigens, und wieso, was ist das für ein seltsamer Kalender? Das ist kein Kalender für das ganze Jahr mit 365 Tagen. Das ist so ein Ritualkalender, so sagt man, für Feste und Feierlichkeiten. Kein
ziviler Kalender in Anführungszeichen, sondern mehr ein spiritueller, religiöser Kalender. Aber der soll einigen Mutmaßungen zufolge tatsächlich in dieser Ruinenstätte den Ursprung haben. Deshalb ist diese Stadt für die Archäologie, für die Erforschung der Maya, für die Erforschung von ganz Mesoamerika, also Zentralamerika, ist diese Stätte tatsächlich von einer sehr großen Bedeutung. Und offensichtlich war sie auch ein Kultzentrum, denn es wurden dort inzwischen über 60 Altäre oder Plattformen, die man als Altar deuten kann, ausgegraben. Etwa 90 Stelen wurden dort entdeckt. Dutzende von Skulpturen und stelenartige Darstellungen, die sich nicht interpretieren, deuten oder irgendwie erklären lassen, weil sie teilweise auch wirklich sehr stark zerstört sind. Man kann die Reliefs, diese Darstellungen nicht mehr so wirklich erkennen. Aber das zeigt schon, dass diese Stätte ein kulturelles Zentrum auch gewesen sein muss, nicht nur ein reiches Handelszentrum. Und da ist es ganz besonders interessant, da gibt es eine Stele, die heißt Stele 5. Sie wurde 1940 erst entdeckt, ist so ungefähr 2,5 Meter groß, 1,5 Meter breit und 1,5 Meter dick. Und diese Stele ist wirklich in ganz Mittelamerika etwas Besonderes. Sie ist für die Archäologen ein Highlight, allerdings auch sehr zerstört, sehr beschädigt. Und es gibt verschiedene Darstellungen, Fotografien, die man einigermaßen noch so, wo man das einigermaßen noch so erkennen kann. Die gibt es übrigens sogar nachgemacht in Gips zu kaufen, habe ich gesehen, bei verschiedenen Internetanbietern, allerdings nicht in 2,5 Meter Größe, sondern nur so groß, weil sie ist wirklich ein Highlight der amerikanischen Archäologie. Und diese Stele, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist wirklich dahingehend interessant. Da ist ein großes Gewusel, ein großes Gewimmel drauf zu erkennen. Ich habe sie mir hier mal ausgedruckt. Ich zeige sie ja auf verschiedene Aufnahmen und Zeichnungen davon ja im Laufe des Videos. Das ist die mal so den Ausdruck, den ich mir dazu gemacht habe. Und diese Stele ist wirklich besonders ungewöhnlich, weil als erstes sieht man, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil ich schaue hier gerade mal drauf, dieses große Gewusel, das ist um ein Zentrum ausgerichtet. Dieses Zentrum ist ein Baum, der wird natürlich interpretiert als Lebensbaum. Den Lebensbaum kennt ihr von Maya-Reliefs, von verschiedenen Darstellungen, der ist ja im ganzen Kulturraum von Mittelamerika, ist der ja weit verbreitet, aber interessanterweise gibt es das, das Bild, diese Vorstellung eines Lebensbaumes oder auch eines Weltenbaumes gibt es natürlich auch in der alten Welt, also in Europa und verschiedenen anderen Kulturen um den ganzen Erdball überhaupt verteilt. Da fragt man sich dann immer wieder, wie kam man auf die Idee, dass man so ein Sinnbild für das Universum oder so sich ausdenkt. Aber das ist so das Zentrum dieses Bildes hier. Und da dieses Bild eben so völlig konfus aussieht, so völlig durcheinander, kann man da tatsächlich interessante Details entdecken, zum Beispiel oben in der Ecke, wenn man drauf schaut, oben links, da fallen sogar zwei Fische vom Himmel. Ja, so sieht das auf meinem Ausdruck aus, ich weiß nicht, ob man scharf stellt, aber völlig verrückte Sachen. Und natürlich haben Archäologen in den letzten Jahrzehnten seit der Entdeckung, wie gesagt 1940 wurde das Ding entdeckt, haben da viel hinein interpretiert, viel gedeutet und was sehen wir denn dort und was haben wir denn da überhaupt vorliegen, was wollten uns die Schöpfer dieses doch sehr, wunderschön kann man nicht sagen, aber doch sehr interessanten und spannenden Reliefs. Was wollten sie uns damit sagen? Und hier muss ich einen kleinen Schwenk machen. Da gibt es eine Religionsgemeinschaft in den USA, gibt es nicht nur in den USA, aber vor allem in den USA, die nennen sich Mormonen. Das ist so die Kirche der Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Einfach pauschal gesagt Mormonen, obwohl es ein paar Abzweigungen gibt. Da gibt es Millionen Mitglieder, ist eine anerkannte Kirche. Salt Lake City ist quasi ihr Zentrum, und diese Mormonen haben Historiker, Archäologen, Forscher, die unglaublich viel die Geschichte Mittel-, Nord- und Südamerikas erforschen und höchst wissenschaftlich aussehende Publikationen veröffentlichen, findet man im Internet. Tausende, Zehntausende von, die erforschen ihre ganze Religionsgeschichte, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert, wenn ich euch hier mal einen Link zu ein, wie die entstanden ist, diese Religion, aber die haben auch ein Buch, eine Bibel, neben der Bibel natürlich, die wir alle kennen, das nennt sich Buch Mormon oder Buch Mormon, und da wird eine unglaublich spannende Geschichte drin erzählt, dieses ganze Buch ist unglaublich spannend, das sollte eigentlich mal verfilmt werden, finde ich, die ganze Geschichte als Spielfilm, aber da hat sich dann eben im 19. Jahrhundert der George Smith, das ist so der Gründer dieser Religionsgemeinschaft, hat sich das ausgedacht, sage ich jetzt einfach mal so. Da
wird behauptet, dass aus dem Nahen Osten, aus Israel, eben da Jerusalem, dem Bereich überall, dass dort Hebräer geflohen sind mit Schiffen, mit mehreren Schiffen, ganz mysteriöse Schiffe werden da beschrieben, die auch tauchen konnten, hatten Steine dabei, die sie beleuchtet haben. Das wird da alles beschrieben von innen, so auf mystische, göttliche Art und Weise. Und sie wären dann eben geflohen aus dem Nahen Osten, und zwar in Richtung Osten. Und das ist interessant, sie wären dann quasi durch den Indischen Ozean gesegelt mit den Booten oder gefahren. Gott hat ihnen dabei natürlich geholfen, wären dann durch den ganzen Pazifik gefahren und wären dann in Amerika angekommen. Sie sind also nicht eben zack durchs Mittelmeer und über den Atlantik, um dann nach Amerika zu kommen, sondern wir haben die Erde quasi einmal ganz umrundet, naja, halb umrundet, um von der ganz anderen Seite dahin zu kommen. Also wären sie dann in Amerika gewesen und haben dann so die amerikanischen Urkulturen und Urvölker begründet. Da werden dann Kriege beschrieben, Schlachten, Städte, Paläste, Tempel, die sie gebaut haben, angebliche, war ja auch Jesus Christus später dann dort erschienen und so weiter und so fort. Es gab da mehrere Einwanderungswellen, laut deren Religionsgemeinschaft. Und da gibt es eben, wie ich sagte, Historiker, Wissenschaftler, die alles genau beweisen wollen, dass das historisch korrekt ist, dass es tatsächlich diese Einwanderung in Amerika gab. Und die haben diese Stele hier, diese Stele Nummer 5 von Itzapa wirklich detailliert analysiert und untersuchte. Sie glauben auch, dass diese Person oder jene Person ein entsprechender Prophet so und so ist und seine Frau und all so etwas. Also sie deuten auch sogar auch die Personen und versuchen sie mit realen Personen aus deren Bibel, das Buch Mormon, in Verbindung zu bringen. Und tatsächlich, wenn wir uns dieses Bild genau ansehen, also ich erkenne da erstmal ganz klar unten, da sind Wellen zu erkennen. Da ist ganz klar ein Meer dargestellt und dieses rechteckige Gebilde dort ist für mich ein Boot, ein Floß oder wie man es nennen möchte, das auf diesem Wasser schwimmt. Und wenn man ganz rechts schaut, da sitzt ja so ein Mann, der zeigt sogar mit dem Finger so, guck, da geht's lang. Da könnte man ihn so als Captain interpretieren, dass sie über das Meer, wo immer auch sie hin wollten, dass sie eben über das Meer gefahren sind. Das sieht tatsächlich so aus. Und der Lebensbaum wie so ein Mast in der Mitte dieses Bootes. Interessant ist, wenn man die zwei hockenden Personen links sich anschaut, ich zeige das nochmal mit dem Pfeil drauf, ich blende das nochmal da ein, die haben ganz ungewöhnliche Kopfbedeckungen, die sehen irgendwie gar nicht mittelamerikanisch oder mexikanisch aus. Alles Interpretation oder Deutung, ist klar. Aber gehen wir nur mal diese Person rechts, schauen wir uns die nochmal an, da könnte man interpretieren, das ist ein Afrikaner und dieser Afrikaner, der hat dahinter so einen Bediensteten, der einen Sonnenschirm hält. Das ist ja irgendwie unzweideutig zu erkennen. Aber dieser Sonnenschirm erinnert mich an die afrikanischen Chiefs oder Stammeshäuptlinge oder Führer, aber auch spirituelle Geistliche in Afrika, die wir in Äthiopien finden, aber auch in Kamerun und so. Da gibt es Darstellungen noch. Ältere Darstellungen, dass zum Beispiel Menelik, das ist der, der angeblich die Bundeslade von Jerusalem nach Aksum in Äthiopien brachte, da ist so etwas zu erkennen, da sind solche Scheme zu erkennen, hier mal so ein Beispielbild, wie das aussieht, und heutzutage haben sich diese Scheme natürlich verändert, da nimmt man einfach moderne Scheme aus der westlichen Welt, aber da ist es eben so, dass diese Chiefs und Stammesführer tatsächlich einen Sklaven oder Bediensteten hatten, der so einen Sonnenschirm da drüber gehalten hat. Und das erinnert mich tatsächlich da enorm dran. Und nun könnte man interpretieren, das sind Seefahrer aus der alten Welt, aus Afrika, die sich auf den Weg in die neue Welt machten, nach Amerika. So wie es eben auch dieses T-Shirt hier zeigt. Und gerade von diesem T-Shirt spreche. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag von Dominik Görlitz hochgeladen. Der hat mich auf diese Idee gebracht, auf diese Stele, denn man erkennt unten in diesem mutmaßlichen Boot, da erkennt man Dreiecke. Und zwar erinnern diese Dreiecke ganz klar an ägyptische Pyramiden. Das sind glattwandige Pyramiden dort, wenn man sie so interpretieren möchte. Und so etwas gibt es weder in Nord- noch in Mittel- noch in Südamerika. So etwas gibt es ausschließlich im alten China und eben in Ägypten. Und da könnte man natürlich jetzt weiter spekulieren. Vielleicht ist das sogar Gizeh, dass dort die Pyramiden von Gizeh dargestellt sind, weil man erkennt an den zwei großen Pyramiden, an den Hauptpyramiden, so komische
Dinger, so, naja, sehen aus wie Lego-Bausteine. Dort davor, da könnte man jetzt weiter spekulieren und fantasieren, das sind vielleicht die sogenannten Königinnen-Pyramiden, so angedeutet, die sich ja neben der Pyramide von Pharao Cheops und neben der Pyramide von Pharao Chephren, die daneben, die sich da eben befinden. Allerdings sieht man hier auf einigen Darstellungen, auf den meisten, sogar 4 Pyramiden und im rechten Bildrand nochmal 1 oder 2. Das passt natürlich nicht in Gizeh, kennen wir ja heute 3 Pyramiden. Ob das so ist, ob da tatsächlich Erinnerungen an Pyramiden aus dem alten Ägypten dargestellt sind, das kann natürlich keiner beweisen, aber das ist wirklich eine spannende Sache, sich da mal Gedanken zuzumachen, zu diesem Relief, darüber mal zu spekulieren, weil eben auch dieser Chief dort, der quasi mit dem Finger da lang den Weg zeigt, so, wir müssen jetzt ab in Richtung Westen, wir müssen gucken, was da so los ist, und dahinter sein Sklave mit dem Sonnenschirm und dann Pyramiden aus dem alten Ägypten darauf dargestellt, als Erinnerung oder in Erinnerung, wo diese Personen eigentlich hergekommen sind. Etablierte Archäologen, Altamerikanisten, wie sie so schön heißen, die die Maya-Kultur erforschen oder auch die Azteken und die ganzen anderen Kulturen, werden natürlich sagen, ey, was für wilde Spekulationen. Das ist natürlich alles Unsinn und alles Unfug. Aber auf jeden Fall erkenne ich, das ist das Mindeste dort, dass hier einer den Weg weist, eine wichtige Persönlichkeit, vielleicht ist es sogar ein Gott auf diesem Relief, wer weiß das schon, aber auf einem Boot über das Meer, und wer weiß, wo die hergekommen sind. Vielleicht ja eben so, wie es dieses Bild auf meinem T-Shirt darstellt, ein Kontakt von der alten Welt zur neuen Welt und eben als Erinnerung an deren Herkunft in aus Afrika ägyptische Pyramiden dargestellt. Interessant ist, ich habe mir diese ganzen Studien und Untersuchungen der Mormonen noch einmal durchgelesen. Es gibt da wirklich unzählige von. Auf diese Pyramiden selber gehen die gar nicht ein. Sie deuten und interpretieren immer nur diese einzelnen Personen. Sie glauben sogar zu erkennen, dass da gewisse ägyptische Hieroglyphen und so etwas in den Händen gehalten werden und so. Ich finde es überaus spannend. Wenn ihr das auch spannend findet, gebt gerne mal unten ein Feedback und lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Schaut mal ein paar andere Videos und spult nochmal zurück, schaut euch das Relief nochmal ganz in Ruhe an. Tatsächlich kann man es so deuten und interpretieren. Unglaublich spannend, was man überall auf der Welt so findet. Dann sage ich mal, tschüss ihr lieben Lasianer, bis zur nächsten Folge, euer Lars.